Tag 5, Eintrag 2. Ein Zuhause entsteht. Ich habe nun endlich geschafft, mit einer vergrößerten Hühnerfarm. Ja? Ja? Ah, danke. Ich habe noch einen Stack, aber ich muss hier den Weg mal endlich fertig bauen. Endlich habe ich mir Brot gebacken. Woran? Was soll das? Endlich ich habe auch erst vor den Brot gebacken. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich auch darauf gekommen, jetzt endlich mal Brot zu backen. So, wo kann das Haus überall anbinden? Ich hatte ja noch keinen Diamanten abgebaut. Ne? Weißt du, was ich getan habe, Rammel? Hab ich einfach einen Diamant aus deiner Kiste genommen und geschmissen, aufgesammelt. Wow. Stark. Und danach hatte ich mir, bin ich einfach in die Nische gegangen, hab einen Loh getötet. So weit bin ich schon. Was mich gerade ein bisschen abfuckt, ist, dass wir keinen Sand haben. Ich muss jetzt erstmal Sand farmen. Oh. Scheiße. Sand, du bist scheiße. Du bist scheiße. Du bist Sand. Alles klar. Nein, ich hab dich. Der hat gerade seinen Meister beleidigt, ne? Also ja, das hab ich schon mit geschlagen. Werde. Jetzt fang doch endlich an, Mann. Ich brauch das jetzt. So richtig der Masochist. Bitte schlag mich. Endlich, bleib ich so lang, bis du mich schlägst. Schlag mich, I am the one, the one. What the fuck? Seid ihr gut in Minecraft Jump'n'Run? Ich war mal sehr gut, mittlerweile weiß ich nicht. Ich bin einfach richtig scheiße darin. Also ich hab keinen Plan. Ich hab sowas da noch nie gemacht. Wäre das dann quasi dein erstes Mal Minecraft Jump'n'Run? Na, no, meine Minecraft Jump'n'Run Entjungferung. Da machen wir einen Clickbait-Titel, mein erstes Mal mit Torben. Oder so, so mit Torben und dann spielen wir Jump'n'Run und haha. Mein erstes Mal mit dir. Oh. Mein erstes Mal mit Torben. Oh. Nice. Ich weiß aber an mein erstes Mal mit Torben. Er war scheiße. Er kann nicht Jump'n'Run. Er kann es nicht. Okay. Ja? Ich kann das. Redest du gerade mit dir von dir selber in der dritten Person? Torben tut das nicht. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. So etwas würde Torben niemals tun. Torben merkt sowas gar nicht mehr. Boah Gott, Leute, was ist los? Ist echt so. So, da muss ich jetzt ein Hühnchen drin spawnen und dann anleiten sofort zubauen. Wie schaffe ich das zuzubauen? Ich hab eine Gasträne. Alter, mein Techniker weg ist die Wichse. Ich hab's selbst gepickst, dann haltet euer Maul. Das ist dann so eine Hand und so ein Taschentuch und ach egal. Ja, ist schon okay. Ich find's witzig. Das habe ich irgendwie gemacht, da war ich 11 oder so. Oder gestern. Bevor wir angefangen haben, auf Discord zu reden. Ja. Mögt ihr Adventure Time? Was ist das? Fick dich. Okay, sorry. Entschuldigung. Was zur Hölle? Meinst du Adventure Time? Was ist das? Fick dich! Das ist eine Sendung. Nee, das ist keine Sendung, das ist ein Anime, das Stück Scheiße. Fick dich. Oh! 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 Gedreckt. Nee, also ich guck kein Fernsehen, daher guck ich sowas nicht. Ich gucke kein Fernsehen, deswegen kenne ich es nicht. Das ist Ausrede, das ist nur eine Ausrede. Können also angeleitete Tiere despawnen? Meine kleine Schwester guckt sowas. Und die meine Tiere können nicht despawnen. Nice. Hä, Michi, du hast den Server gemacht, musst du doch wissen. Auf jeden Fall, safe. Weiß ich alles. Safe. Ach lol, das ist dieses Skywars Texture Pack, was ich gemacht hatte, lol. 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 Ja, ich dachte Skywars und nicht lol. Hä, ist jetzt Skywars oder lol? Lol? Das ist Skywars. Lol? Liga auf Legends. Liga auf Legends. Liga auf Legends, Alter. Nice. Ah, Gott. Ist das nicht irgendwie rassistisch? Lucian ist der erste schwarze Champion, der rausgekommen ist. Und er hat direkt einen weißen Skin gehabt. Michu, hast du eins unserer Schafe getötet, du Stück Kuh? Nein. Wo habt ihr überhaupt Schafe? Michu? Wo habt ihr überhaupt Schafe? Michu? Ja. Ich hab dich vertraut. Ja, wo habt ihr denn die Schafe? Michu? Du siehst meine Aufnahme, ich hab es nicht getötet. Michu? Ja. Bestimmt diese Stelle genau raus. Ganz ja, Mütter. Sorry, da ist mir ein kleiner Fehler wo, passiert. Ne? Wo waren die eingezäunt? Michu? Ich habe sie nicht getötet. Michu? Ja. Ne, wir hatten nur zwei Schafe auf der gesamten Insel und eins ist irgendwie weg, kein Plan. Wir hatten einen seriösen Deal und an den habe ich mich gehalten. Hatten wir einen Deal? Ja.
Den mit den... Du Scheißhütchen! Ich hab es so gewusst! Okay, du Scheißteil! Du gehst da jetzt wieder rein! Du gehst jetzt wieder in deine Zelle rein! Dankeschön! Warum hab ich keine Zelle, Meister? Selbst das Hühnchen von Michio hat eine! Du baust dir gerade deine! Ach, du hast recht! Lol! Du hast jetzt den Fernseher rein! Ja, ist halt eine gute Zelle! Seifespender! Ja, da wieder rein. Ich, was hab. Ja, das Hühnchen ist drin! Dein Ernst, ich hab gerade die Schere weggebracht und jetzt sehe ich hier... Bevor ich die Zapplings holen will, das zweite Schaf. Ich glaube, die Leine geht kaputt. Hoppa. Scheiße, hätte ich mal dran denken können. Was? Okay. Was? 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 Hm? Was? Was? Hm? 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 Was? Hä? Hm? Was? Hm? Was? Hä? Was? Hä? Was? Was? Hm? Ja. Hast du was gesagt? Hm? Okay. Was? Ja. Hm? Ja. Ja. Hm? Was? Wo? Ja. Okay. Super! Ja. Super Gespräch. war unterhaltend. Also war, okay, ja. Du Stück Kacke, komm her. Komm jetzt her! Okay, Meister. Du bist gerade unsere Haltung noch nett. Jetzt komm her! Nein, komm her! Ja, okay, dann geh ins Wasser und ertränk dich. Ja, gut, dann geh ins Wasser und ertränk dich. Oh nein. Gelangweilt. Gut, dann bin ich hier im Moment, ist mir scheißegal. Wunderschön. Komm hinten in den Gang, hast du es nicht gesehen? Doch, wunderschön. Nein, nein, Hütchen! Alter, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, ne? Ich hoffe, du weißt, dass du nur bei der Klippe hängst und nie wieder da hochkommst. Hühnchen, komm zurück. Hühnchen und der Kampf mit dem Hühnchen. Nein! Ja, aber warum kann ich das Hühnchen denn nicht anleihen? Jetzt geht's oder was? Du willst dich doch verarschen. Oh, jetzt muss ich doch verarschen. Die wollen, müssen auch wollen, ne? Ja, anscheinend. Du kannst nicht einfach einen Sklaven anleihen und sagen, dass er es will. Er muss es selber wollen. Nein, es muss es wollen. Ich nehme gerade mein ganzes Haus auseinander, weil das Hühnchen da nicht reingeht. Wollen das wir Gefühl, dass der Pfahl zu weit entfernt ist. Liebe machen, zwingen? Komm, wir machen hier eine Schweinfarm. Ah. Nein! Schweinfarm werde oh nein. Ah. Das ist besser, finde ich. Wegen der Maske, da ist so deine komm, Flagge noch drauf. Ja, das ist das Payday. Guck mal, hinten ist noch so das Gummiding. Fisch! Fuck, warum hab ich keinen Fisch gebraten? Ich will das Achievement auch haben. Muss auch schauen, Achievements, warte. Was fehlt mir denn noch so? Mir fehlt ein Kuchenbacken. Heil dich mal komplett voll und zieh mal deine Rüstung bitte aus. Ah, Hühnchen. Ich weiß, wohin das führt, ne, aber du bringst, wenn ich meine Rüstung anhab, hab ich bei deinem Bogen nur 4 Herzen gehabt. Mach. Wie viele Herzen hast du noch? Oh, scheiße, musst du dann nochmal machen. Ich regeneriere zu schnell. Weil ich gerade gegessen hatte. Achso. Also, cool. Okay, Sharpness 4 reicht also nicht. Nice, geschafft, okay. Das haben wir. Dann brauchen wir vielleicht Sharpness 5. Fick das. Ich mag den Namen zumindest. Ja, der Name ist auch cool, ne? Aber, ja, heißt das. Der Name von einem ist Destiny und wir. Das hab ich ja nicht gewusst. Das heißt, wir sind gerade auf Destiny und das ist ziemlich ekelhaft. Es ist ja nicht mehr Destiny! Ha, es heißt jetzt Doomsday... Warte, ich muss nochmal eben das Schild. Es heißt jetzt Doomsday... warte kurz, Warte... Es heißt jetzt Doomsday Town of Geilen... Geil! Ist das dein Ernst? Geilen. Du hast die Scheiße so genannt? Ja. Also, finde ich ja, natürlich gut. Du kannst doch mal so eine YouTube-Abstimmung machen, wie die unsere Insel. Ja, lass mal die YouTube-Abstimmung. Oder. Nein. Nice. Top Island klingt scheiße. Übrigens mache ich hier unten gerade so einen kleinen Mini-Haufen hin. Ich brauche Diorit, Meister. Alter, ich gehe farmen. Ich gehe auch gleich farmen. Find's so geil, weißt du, ich bin die ganze Zeit, ne? Quarz am Farmen. Er sagt, boah, Diorit, ich gehe farmen, weißt du, die ganze Zeit. Und er baut. Ja, er ist ja der Sklave, ne? Er ist ja also. Der Sklave eigentlich. 20 Minuten später. Ich habe übrigens noch orange gebrannter Ton, hab mir einfach jemand geschenkt, finde ich toll. Allgemein mal in dieses Gebiet wäre ich gern gegangen, so dieser ganze gebrannte dieses, Turm wäre. Ich wäre gerne in dieses Mesa-Biom gegangen. Das meint ihr, glaube ich, beide. Achso, lul. Yep. Lul, geil. Lulz. Lul. Warte mal, wo haben wir denn. Ich habe eine Idee, wie ich das Lager baue. Das schaut jetzt realistisch aus, dass das fliegt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es realistisch aussieht, aber naja.
Egal, better than nothing. Hast du gesagt better als better than a thing oder better als better than nothing? Ach, jetzt muss ich wieder die scheiß Theorie fahren, Alter. Ich hasse das. Oh Leute, hier ist noch genug, geil. Ja, wir haben eigentlich richtig viel, du. Ich hab einfach auf Theorie gebaut, bin ich behindert. Wow. Better than nothing, alles Alter. Klar. Nothing. Ja, okay, doppel S. Ja, ich will, dass es mal zu Discord kommt, Alter. Das ist nicht, dass ich der Ding, der eigentlich das ernste AFK. Ja, das wäre halt so stark. Verhungert einfach nicht. Mega der Zauberer. Nee, man hört ja ein halbes Herz hier, wenn man auf normal. Überlebt aber das ist normal, Herz, ja. Ne? Ich treffe die ganze Zeit irgendwelche Mini-Zombies oder so ein Scheiße, das ist doch. Rostet aus, das... Alter. Ja. Ich denke halt irgendwie, das ist doch irgendwie hartgestellt worden oder so ein Scheiße. Nope. Irgendwas okay, warte mal. Eins. Warte, okay, warte, wie baue ich das? Wenn jetzt hier der Durchgang ist. So. Das bedeutet dann. Hier Wand. Block, Truhe, Block, Truhe, nach hinten, Truhe, Truhe. Oh, das ist zu eng. Brauche ich das einen weiter? Ich glaube, so brauche ich das, aber halt einen weiter, okay. Aus. Eigentlich hätten wir auch heute den gesamten Tag streamen können. Das wäre richtig produktiv gewesen. Ja, mach doch jetzt einfach, streamen wir jetzt einfach. Ich habe mega Kohldampf. Ich bin jetzt nicht mehr so auf Stream drauf. Ich will eigentlich was essen, aber ich bin zu faul aufzustehen und zu essen. Ist Stream eine Droge? Du bist jetzt nicht mehr so auf Stream drauf. Wow. Ja, war richtig lustig, ne? Wie steht ihr zu Drogen benutzen so? Ich trinke nicht mal Alkohol und ich werde auch keinen Alkohol trinken, also nope. Was hab ich auch mal gedacht? Warum denn nicht? Warum willst du keinen Alkohol trinken? Weil Alkohol eine Droge ist und ich bei klarem Verstand besser finde als nicht bei klarem Verstand. Und ich nicht weiß, warum man Alkohol trinken sollte. Exakt diese Aussage habe ich auch getätigt. Damals, als ich noch jung war. Damals. Ja, ich bin, glaube ich, der älteste von uns allen hier. Ich bin sogar älter als Psycho, das sagt er noch nie. Gut, wie alt bist du? Ich bin 42. Echt? Ich bin 38, ein Pädophiler. Nice. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1. Wie alt bist du denn? Ja, 43. Echt? Kein Scheiß. Doch, viel Scheiß. Nein, ich bin 19, alles cool. 42, weißt du? Ich glaube, Vita Erotik, also, Vita Exotik, ich hab natürlich hier runter, hatte ich den gesehen, Vita Erotik gesagt und einfach, wie ich gesprochen hatte. Der ist dann sogar 23. Krass. Ja, der ist richtig krass, Digga, krass! Ja, aber das ist eigentlich ja, recht, ne? Ich meine, ich bin 14. Und du bist. What the fuck? Ja, okay. Alter. Ich bin 16, musst du bitte von meiner Insel runter. Ich hatte mal ein Date mit einem Mädel. Aber was ist ein Date? Das war 5. Okay. Ich hab's eingesperrt. Ich bin auf einer Party gewesen. So. Ich hab früher auch gedacht, übrigens, dass ich niemals Alkohol trinke, aber ich hab Menschen kennengelernt und. Keine Ahnung, irgendwann habe ich einfach mit. Als deine Mutter dich geschlagen hat, das dritte Mal hast du keinen Bock mehr, musst du. Ja, genau, nee. Es war halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwann hast du einfach mitgemacht. Das Ding ist, ich bin. Ich habe immer früher eigentlich nicht getrunken. Mit der Ausrede quasi, dass ich halt bei klarem Verstand bleiben wollte. Eigentlich hatte ich Angst, weil ich immer so gehört habe: ja, das macht einen abhängig und süchtig und zerstört dein Leben. Das Ding ist, ich habe alles super unter Kontrolle. Ich kann sogar einfach rauchen und dann wieder aufhören. So, überhaupt kein Problem mit. Also Partyrauchermäßig so. Und ich war auf einer Party. Auf einem Geburtstag, besser gesagt, von jemandem. Und der hat eine Disco gemietet. Und es war super geil. So, du hast getrunken und so. Ich habe ein Mädel kennengelernt. Habe den Abend mit ihr getalkt. Und bevor wir gehen wollten, haben wir uns noch bei einer Gruppe verabschieden wollen. Und dann kam man auch so ein bisschen ins Gespräch
Und irgendwann kommen wir auf das Thema Alter. 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 Ich war zu diesem Zeitpunkt frisch 18 geworden. War daher überhaupt erst so mit Alkohol und sowas am Machen. Also ich war immer ein ganz lieber Junge. Ne? Also, soll ich noch OP-Gold abmachen? Soll ich noch OP-Gold abmachen? Ich auch. Du kannst einen essen, um das Achievement zu haben. Nee, das mach ich dann, wenn wir den Inneren killen. Ja, mach einfach, komm. Auf jeden Fall. Die Dinger kannst du nicht craften, ne? Ich wollte so sagen. Kannst du nur finden. Echt nicht? Nein, kannst du nicht craften. Nein, geht nicht mehr. Okay, dann ess ich nicht. Ja, richtig. Ist besser. Was soll ich sagen? Gesundheit. Ich esse im Blick an 80. Du, egal, warte. Achso, ja, und ich komme dann halt aufs Thema Alter mit ihr, ne? Und sie war 14 Jahre alt. Und sie hatte zwei sehr ausschlaggebende Argumente dafür, dass, wie ich sie geschätzt habe, 19 ist. Ah, 14, Junge! What the fuck? Was für ausschlaggebende Dinge, bitte? Ja, zwei sehr feste, pralle, ausschlaggebende Argumente halt. Was könnte ich meinen, Junge? Ihr Hintern, oh du Schlammer, du. Oh ja. Ich glaube, er meint ihre Füße. Hintern. Aber feste, pralle, Füße. Zwei Füße. Die waren ziemlich rund, die Füße. Nein, ich meine natürlich, ne, also, ja. Und, ja, ja, feste, ja. Oh ja. Lippen, ihre Lippen. Ja, welche Lippen? Zwei feste Pralle. Okay. Nächstes Thema. Ja. Nächstes Thema. Ich bin schwanger. Glaub ich dir. Ja, das Problem war auf jeden Fall, ich hatte halt mit ihr ein bisschen zu viel Spaß, ne? Und nein. Das heißt zu viel. Also habt ihr. Nein, das war ein Spaß auf Anspielung mit ich bin schwanger. Achso. Ja. Oh, ich bin froh und stolz, noch niemals im Ansatz, weil ich immer brav war, Vater. Nein. Was? Ich werde auch niemals Vater, glaube ich. Ich möchte niemals Vater werden. Okay, interessant. Ich bin auch nicht in der Lage, Vater zu werden, in dem Sinne. Echt nicht? Das klingt jetzt seltsam. Nein, ich bin asexuell mittlerweile. Echt? Was ist denn das? Das bedeutet, ich stehe auf nichts. Pädophiler. Nein, okay. Ja, ich stehe auf Kinder. Nein, ich stehe auf gar nichts. Also irgendwie, es hat sich bei mir also mittlerweile so eingebürgert. Also wirst du es mit mir tun? Ja, auf jeden Fall. Oh, nein. Ich hoffe, Mietchen nimmt es nicht mehr auf. Doch, natürlich nehme ich auf. Ich nehme immer auf. Scheiße. Aber ja, er muss das richtig schön zusammenschneiden. Ja, also einfach so, ich liebe Kinder. Also ich liebe Kinder. Und würdest du mit mir, natürlich. Ja, ich bin 14, ne? Also ist genau mein Budgetbereich. Mein Budgetbereich ist sehr gut. Du bist leider viel zu alt für mich. Ich stehe auf 6-Jährige. Oder Kinder. Alles klar. Kinder, die nicht krabbeln können, sind Kinder, die sich nicht wehren können. Weil die gerade so rauskommen. Die gerade geboren, Alter. Die können nicht fliehen, deswegen sind die Besten. Am besten noch, wenn sie ungebracht. Oh Alter, das ist falsch. Das macht mich echt heiß, Mann. Alter, und nice. Sie hat gedacht, dass ich irgendwie verblödet wäre oder sowas, weil ich nicht mal umgeschaltet hätte. Aber ich habe den Farben verloren. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe RTL geguckt, genau. Und da habe ich so ein komisches Skandal-Ding mal gesehen. Ich habe den Farben doch verloren. Warte. Worüber haben wir gerade gesprochen? Über RTL. RTL. Also, du hast so viel Respekt vor deiner Mutter. Ja, warte, nee, aber was war, warum wollte ich mit RTL anfangen? Irgendwas habe ich über RTL geredet. Was haben wir vor RTL gesagt? Keine Ahnung, Alter. Hast du hast eine Doku gesehen. Gott. Echt, du hast damit angefangen, jetzt weiß ich nicht mehr. Du wolltest uns gerade erzählen, worum es geht. Das wissen wir doch auch noch nicht, du Penner. Ja, seh ich so. Ja, aber warte. das ist kompliziert, warte. Gut, dann erzähl ich meine Kindheitsgeschichte so ein bisschen. Alter, okay, nice, wir holen Kindheitsgeschichten raus. Alter, ich habe auch richtig viele davon. Das ist doch krass. Drei. So voll der Dement, Alter. Ich habe auch welche davon, weil es dann eben schon erzählt. Achso, wir packen jetzt nicht aus, okay? Oh Gott, Alter, ich hab Tränen im Mund. Ich schau hier, Alter. Achso, wir packen Kindergeschichte raus, alles klar, aber doch auch welche. Erzählt immer genau die gleiche Story wie davor am besten. Okay, ich habe mal ein Loch im Arm gehabt. Warum? Perversing, Schwuchtel. Ja, nein, und zwar, ich habe einen besten Freund damals gehabt in der Schule. Oh, das ist schon mal hart. Timo.
Der hat dich vergewaltigt. Ja, auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Und zwar, Timo und ich, wir waren wirklich Best Buddies eigentlich. Und er war... Nein! Nee, er war leider nicht schwarz. Und er war sehr, sehr gut in Mathe. Asiate? Und wir hatten eine Mathe-Klausur. Und er wurde von seinem... Asiate? Nein, er war Asiate. Und er wurde die ganze Mathe. Zeit von unserem... Ja, er war ein Streber. Oh. Das hat gerade nee. Oh mein Gott, ich wurde gerade in die Luft gejagt. Auf jeden Fall... Boom. War er gut in Mathe. Und... sein Sitznachbar... Der war gut in Mathe. Hieß wie ich damals im Real Life. Ja. Damals hieß ich noch so, jetzt nicht mehr. Ja, ich hab ja. Ich heiße anders. Echt? Okay. Der hat ihn die ganze Zeit genervt. Also so irgendwie angestichelt, bla bla bla, irgendwie ihn angeteasert, irgendwas gemacht. Angeteasert? Alles klar. So, ja, halt so mit dem Finger gepiekt oder angeteasert. Angeteasert? What the fuck? Und auf jeden Fall. Halt mal Fragen zu stellen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. Habe ich dann ein einziges Mal ihn so angetröpst, weil ich was fragen wollte. Angetröpst. Ja, okay, Junge, ist weiter. Ist okay, red weiter. Auf jeden Fall habe ich ihn dann angetröpst und wollte ihn was fragen. Und er war so genervt, dass der andere Typ ihn die ganze Zeit nervt, dass er mit seinem Bleistift sich smooth in einer Bewegung einmal so um 160 Grad gedreht, zack, mir den Arm gestochen. Und wieder umgedreht und weitergearbeitet, weißt du? Und ich war so geschockt von diesem Moment. Und ich hab nichts gepeilt, weißt du? Ich hab so meinen Pulli, ich hab auch nichts wirklich gefühlt in dem Moment in meinem Arm oder sowas. Sondern es war einfach ganz normal. Aber irgendwie war der Stift halt komisch gewesen. Und er hat den komisch drin gehabt und wieder rausgezogen. Und ich hab da Widerstand gefühlt. Und dann hab ich meinen Pulli hochgezogen und ich hatte ein Loch in meinem Arm. Von diesem Bleistift halt, das noch nicht mal blutete in dem Moment. So, es war einfach ein perfektes Loch, so in meinen Arm gestanzt. Oh, und ich war mega geschockt, hab dann so ein bisschen rumgespielt, weil es tat dann auch nicht weh. Und auf einmal... Einfach so ein bisschen rumwühlen. Ja, keine Ahnung, wenn du auf einmal ein Loch in deinem Arm hast und es tut nicht weh, dann spielst du ein bisschen damit rum. Das hast du deine Kinder mit deinen Löchern gespielt, aha, okay. Ja, und auf jeden Fall hat dann daraufhin, kam dann eine sehr... massive Blutfontäne aus meinem Arm. Alles klar. Die ich dann mit meinem Daumen erstmal zugehalten habe. Frau Lehrerin, mein Arm ist in der Tage. Es war ein Herr. Ich bin dann zu meinem Herr von zum Mathelehrer hingegangen und hab mein kompletter Arm war voll mit Blut, ne? Aber ich war so voll mit Adrenalin. Hat er und ich Fake? Ja, ja, er hat glaube ich gedacht, ich fake, denn ich gehe so hin und sag so, ich brauche ein Pflaster. Er guckt mich an. Guckt meinen Arm an. Sieht das ganze Blut, ich tropfe auf den Boden. Ja. Und er fragt, warum? Und ich hab den Finger einfach von meinem Arm weggenommen und so gesenkt und gesagt, ich weiß es auch nicht. Hab den gesamten Boden voll getropft, er hat mich rausgeworfen daraufhin. Als ob so ein Schwierigsein. Ja, ich bin dann einfach zum Sekretariat gegangen. Hab mir so ein Pflaster. Wollte mir ein Pflaster holen eigentlich, weißt du? Wir fragen dich, warum brauchst du Pflaster? Ich hatte ein Loch in meinem Arm. Und ich wollte mir ein Pflaster holen. Ich gehe dann also, ich tropfe den gesamten Weg zu, weil ich das irgendwie cool fand, dass ich so ich eine Assi sein konnte. Und alle haben mich voll komisch angeguckt. Verstehe gar nicht, warum. Ich bin dann, was hast du an dem Tag für Schuhe an? Vielleicht lag's da. Ja, stimmt. Vielleicht lag's da, könnte nicht sein. Auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen und hab dann so gesagt, so, ja, ich hätte gerne Pflaster, ne? Und sie guckt mich auch an, ne? Wofür denn? Ja, ne? Dafür. Sind die alle zeigst blöd? Du das noch? Okay. Und auf jeden Fall wurde dann kurz danach der Krankenwagen gerufen, ohne mir Bescheid zu sagen. Geil. Und ich saß da ja auch seelenruhig, weißt du? Der Krankenwagen-Rettungstyp kommt reingestürmt quasi und rennt erstmal an mir vorbei. Das ist das komische Wartungszimmer, wo die ganzen kranken Kinder eigentlich sind. Aber das Zimmer war voll von diesen ganzen Kindern, die das so faken, weil kennt man ja. Mhm. So irgendwie, ich habe Kopfschmerzen, ich lege mich ins Krankenzimmer für eine Stunde. Und das ganze Zimmer war voll und ich mit meinem Loch im Arm sitze da seelenruhig, voll mit Adrenalin. Adrenalin, voll gechillt, Alter. Hab mir nichts dabei gedacht. Und der Typ kommt reingestürmt, rennt an mir vorbei, sieht mich nicht, weißt du, alles klar. Und dann kam meine Mutter ins Krankenhaus irgendwann und ich musste sie übelst krass davon überzeugen, dass sie Timo nicht anzeigen soll.
Alter. Wegen Körperverletzung, weil ich keine Ahnung, er war mein bester Freund, ich wollte ihn nicht anzeigen. Und ja, auf jeden Fall so endet die Geschichte. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, wurde so ein bisschen geflixt. Kann man machen. Ich hab ein Loch im Arm gehabt. Ich hab sogar immer noch... Digga, scheiß in deinen Lebenslauf. Hast du immer noch so ein kleines Licht? Ja, ich hab immer noch so einen grauen Punkt zumindest, da wo der Bleistift drin war. Ich glaube, es ist immer noch das Blei vom Bleistift. Bleistifte werden nicht mit Blei gemacht. Ja, aber ne... Echt nicht? Nee. Wurden sie damals, deswegen wurde ich auch ins Krankenhaus geliefert, weil sie dachten so, oh, Bleivergiftung, ja, ich war auf einer Kernbehindertenschule. 6,5 Stunden später. Das ist quasi ein Aufputschmittel, aber für Menschen mit ADHS putscht es, also gleicht es sich quasi aus. Weißt du, wie Mathe Plus und Plus ergibt Minus. Was? Und was ist aber, was? 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 In Mathe ergibt Plus und Plus Minus? Ja, Plus und Plus ergibt Minus. Ich hab eine Lehrerin gehabt, die das so erklärt hat. Ist mir egal. Nee, ja. Nee, aber wenn es jetzt Leute nehmen würden, die kein ADHS haben. Dann ist es das ist ein Aufputschmittel, es ist auch eine Droge und zwar Ritalin heißt es. Das scheppert richtig. Okay, weiter. Ja, Ritalin scheppert richtig. Mathe ergibt Plus und Plus. Was? Hey, du sagtest, wir haben. In Mathe ergibt Plus und Plus Minus. Hallo, ich wollte mal über sowas philosophieren mit Empathie. Mit Empathie. Und zwar, wenn du weißt, was jemand fühlt. Und du könntest jetzt mit ihm darüber reden, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, das ist wie dieser Fluch des Gedankenlesers. Wenn du weißt, was andere Personen denken, sollst du es dann aussprechen, sollst du dann mit ihnen darüber reden, aber es ist ein Eingriff in die Privatsphäre und könnte sie beleidigen und verletzen, auch wenn es momentan richtig ist. Für mich oder tust du es nicht? Für mich würde es eindeutig davon abhängen, worum es geht. Ja. Also wenn es jetzt eine wichtige Tatsache ist, die du ihm erzählen möchtest. Wenn es um geht, würde ich ihm helfen. Wenn's so, also wenn es um eine Kriminalzeit geht oder so, würde ich ihm da helfen oder so oder sagen. Ne? Aber wenn der jetzt sowas macht, wie das auf jemanden steht, dann sage ich einfach, oh, Digga, lass es, ist mir doch scheißegal. Ja, ist echt so. Zum Beispiel aus der Klasse, ne? Ich bin jetzt 14, ne? Ich darf jetzt YouTube auch legal machen, ja. Das darf man eigentlich jetzt auf 14. Geil, ne? Ich war. Aber die eine aus unserer Klasse, ne? Die hat einfach ein Bild auf Instagram gepostet, ne? Nein. Boah, Leute, wir müssen mal wieder positive hier Kinder. Wir müssen mal wieder hier positive Kinder. Warte, was? Positive Kindheitsgeschichten, habe ich gesagt. Bei uns, du warst abgekackt, bei uns war einfach nur so, Leute, wir müssen wieder positive Kinder. Wow. Okay, ich gehe jetzt auf Play. Ciao. Ciao. Ich will euch eigentlich nicht verlassen. Ich gehe auch erstmal offline, weil ich bin ja auch gleich weg. Ich hab keine Lust, allein zu sein. Nein! Tschüss! Okay, Leute. Dann würde ich sagen, mach ich auch nicht mehr lange. Ich werde noch kurz den Lowstone platzieren. Über diese Redstone-Lampen. Gucken, wo ich jetzt mit dem Portal auskomme. Ich hoffe bei mir vielleicht, aber es wird wahrscheinlich nicht. Hoffe zumindest, dass ich das Portal kenne, wo ich rauskomme. Und wie lange habe ich denn jetzt? 2,5 Stunden? Scheiße. Es werden einige Folgen gewesen sein. Einige Einträge. Werde ich gleich alles in mein Buch schreiben, was ich heute gemacht habe. Die Nachwelt das auch erfährt. Alles klar. Wo bin ich? Würde ich sagen, das war alles, was ich heute an Tag 5 erlebt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst Posten da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tag 5, Eintrag 2. Ein Zuhause entsteht. Ich habe nun endlich geschafft, mit einer vergrößerten Hühnerfarm das Zauberhaus mit Leinen am Berg zu befestigen. Dafür musste ich eine Bergseite jedoch noch etwas ausbauen. Des Weiteren habe ich mich noch einmal in die Hölle gewagt, um weitere Feuerstäbe zu sammeln, da sie mir nützlich erscheinen. Außerdem habe ich angefangen, mein Haus im Berg weiter auszubauen und es wohnlicher zu gestalten. Jedoch werde ich wohl in den nächsten Tagen noch mehr Mühen dafür aufwenden müssen, damit ich weiterhin forschen kann. Denn es sieht so aus, als würde unser Aufenthalt hier noch länger dauern.